Der mutmaßliche Täter im Fall des getöteten 17-jährigen Dominik aus Mönchengladbach ist gefasst. Bei einer Pressekonferenz gaben Polizei und Staatsanwaltschaft heute Mittag weitere Details zu den Ermittlungen bekannt. Dominik wurde am 1. Februar von Passanten tot auf dem Rehme-Gelände in Mönchengladbach-Lürrup gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war der Berufsschüler bereits seit rund 24 Stunden tot. Der gestern früh festgenommene 20-Jährige kannte sein Opfer bereits seit mehreren Jahren. Laut eigenen Angaben war er einer seiner besten Freunde. Der mutmaßliche Täter hat in den ersten Vernehmungen bereits ein Teilgeständnis abgelegt. Er hat natürlich beschrieben, dass die beiden befreundet waren, war wahrscheinlich auch selber aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Freund handelt, den er da umgebracht hat, durch die Tat beeindruckt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er, also ob er jetzt wirklich reuig war, um die Tat wirklich leid tat, das hat er jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber dass es ihn schon beeindruckt hat und dass es ihm irgendwo auch leid tat, natürlich, dass es jetzt seinen Freund getroffen hat. Was das Motiv war, warum er das gemacht hat, ist völlig unklar. Dazu hat er nichts gesagt. Ob es da eine geplante Tat, lange geplante Tat, ob es um einen spontanen Entschluss ging, ist völlig offen. Die Tatwaffe war ein ähnliches Messer wie dieses hier. Dominiks Körper war mit etwa 30 Messerstichen und Schnitten übersät. Die Todesursache war inneres Verbluten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet Mord aus Heimtücke. Es ist bekannt, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Streit zwischen den beiden bereits vorbestraften jungen Männern kam. Also wir gehen davon aus, dass die Tat heimtückisch passiert ist. Das basiert auf den Angaben des Beschuldigten, die der in seiner polizeilichen Vernehmung gemacht hat. Er hat geschildert, dass die beiden auf dem Gelände waren. Er hätte sich zurückfallen lassen. Das Opfer sei dann einen Schritt sozusagen vorweg gegangen und hätte dann unvermittelt zugestochen. Zunächst von hinten und dann im weiteren Verlauf bis zu 30 Mal. Für besonders viel Aufsehen bei diesem Fall sorgte ein Foto von Dominiks Leiche, das per WhatsApp die Runde machte. Wie jetzt bekannt wurde, kann dieses allerdings nicht vom Täter stammen. Wir wissen, dass das ein Weg ist, der von vielen jungen Leuten benutzt wird. Einer von denen hat dieses Bild gemacht. Bei mir hat das Abschaum und Entsetzen ausgelöst, muss ich allerdings sagen. Das ist eine Grenze überschritten. Der Tod des 17-Jährigen stieß in der Bevölkerung auf große Anteilnahme. In der Nähe des Tatorts stellten Freunde und Bekannte Kerzen und Bilder auf. Bei einem Trauermarsch für den Getöteten zogen rund 300 Teilnehmer durch die Stadt.